Ja, Arbeitgeber haben uns ein Angebot vorgelegt. Das Angebot war aber tatsächlich sehr enttäuschend. Die möchte eigentlich eine schnelle Runde haben. Nein, das war nicht ein Angebot für eine schnelle Runde. 9 Monate keine Tariferhöhung, dann 1,7% für 12 Monate ab dem 1. Juli 2025 und ein Jahr später nochmal 1,9%. Das haben wir klar zurückgewiesen. Das ist einfach viel zu spät, es ist viel zu wenig und es ist zu lang. So wie sich das heute angehört hat, ist für mich ganz, ganz klar, das wird auf jeden Fall Warnstreiks geben. Heute haben wir schon ganz gut was da gezaubert. Die Geschäftsstelle Münster hat das toll vorbereitet. Es waren viele Kolleginnen und Kollegen da. Wir hatten eine tolle Künstlerin. Es war mein Bezirksleiterkollege aus Küste da, der Daniel Friedrich. Wir wollen vernünftigen Tarifabschluss. Das ist eine Frage von Wertschätzung in den Betrieben für die Beschäftigten. Das war ein starkes Zeichen heute, dass wir 7% in dieser Tarifrunde wollen und dass wir 170 Euro für die Auszubildenden wollen. Wir treffen uns am 31. Oktober wieder in Düsseldorf zur 3. Verhandlungsrunde. Dort soll der Schwerpunkt sein, dass wir über das ganze Thema Ausbildung reden, also wirklich Stärkung der Ausbildung, aber auch wie wir mehr Auszubildende in die Branche kriegen. Und wir haben gesagt, dass wir Arbeitsgruppen machen zu dem ganzen Thema T-Zug, wie man den T-Zug verbessern kann. Aber eines ist auch klar, das Angebot ist so ungenügend, dass wir mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit in den Tarifkommissionen die Warnstreiks ab dem 29.10. nachts beschließen. Wir werden jetzt Warnstreiks vorbereiten. Wir werden die volle Kraft mit Ende der Friedenspflicht in den Betrieben entfalten und den Arbeitgebern zeigen, dass wir mit diesem Angebot absolut nicht leben können. Wir müssen ihnen zeigen, so geht's nicht. Die Arbeitgeber können ohne den Druck auf der Straße wohl nicht zu vernünftigen Angeboten kommen. Deshalb seid ihr jetzt gefordert.